Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Mekional am Montag, den 6. Juni. Schön, dass Sie wieder dabei sind und eingeschaltet haben. Hallo, guten Abend und Glück auf. Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen des Sports, unter anderem Motorsport. Darüber berichten wir dann morgen. Dann gab es noch eine spektakuläre Radsportveranstaltung und auch diese soll uns in dieser Woche noch beschäftigen. Aber heute geht es um die Urform der Bewegung, das Laufen. Am vergangenen Freitag wurde der Benefizlauf für elternkrebskranker Kinder abgehalten. Wir waren dieses Mal nicht nur vor Ort, sondern auch dabei und haben einige Bekannte getroffen. Darunter auch der Flo vom Fichtelberg. Nancy Sie Melzer, du hattest angeboten, hier bei diesem Benefizlauf mitzumachen. Zweite Runde hast du durch. Wie geht's dir? Also, einen lieben Gruß an Detlef Kranz, von wegen nicht für trainierte Läufer. Das ist ganz schön anstrengend, vor allem wenn man ja, sonst nur Sportschau guckt. Herr Oberbürgermeister, eine Runde schon hinter sich gebracht. Wie ist denn der Fitnesszustand? Ja, die erste Runde fällt immer schwer, muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Es geht ganz gut jetzt, denke ich. Ich will heute versuchen, 10 Runden voll zu machen. Die habe ich im Vorjahr schon gelaufen. Dann war natürlich die Folge, dass ich am Samstag drauf kaum noch mich bewegen konnte. War viel Muskelkater da. Fitnesszustand wird beweisen, ob das morgen genauso ist. Wenn ja, ertrage ich es. Und wenn nein, dann ist es gut. Warum macht denn der Herr Heinrich mit? Ja, ich mache das also seit vorigem Jahr. Ich habe also einen Bezug zu einer Marienberger Familie direkt, die also hier betroffen sind. Und wenn man das in der letzten Zeit dann so mitbekommt, was das für so eine Familie insgesamt bedeutet, dann macht man sich auf den Weg, sammelt natürlich auch Spenden ein, läuft die Runden für einen gemeinnützigen Zweck mit. Und ich habe mich auch gefreut, dass also ich jetzt alleine vom Sponsoring 2 Listen voll machen konnte. Und ich habe damit nur Rathausmitarbeiter gefragt. Da habe ich mich auch ganz klar gefreut, dass also alle dann auch was in die Kasse eingezahlt haben. Und dann klappt das auch heute. Jetzt haben Sie gesagt, voriges Jahr waren Sie auch schon da und haben deshalb auch schon eine gewisse Erfahrung. Wie können Sie es einschätzen, das Starterfeld dieses Jahr, mehr oder weniger? Wie sieht es aus? Also zurzeit würde ich sagen weniger. Das ist wahrscheinlich dem Wetter geschuldet, würde ich jetzt mal sagen. Der Start vorhin war voriges Jahr mindestens 2/3 mehr aus meiner Sicht. Da war natürlich auch Bombenwetter, waren 30 Grad draußen. Das hat viele Leute angelockt, war natürlich schwerer zum Laufen, das ist klar. Aber ich denke, dass der eine oder andere heute noch hier auf alle Fälle sich sehen lässt und dann die Runden mitdreht. Wir haben ja die Chance, bis 19 Uhr dann hier eine Teilnahme im Prinzip zu melden. Bei mir Jens Weißflug, der Lokalpatriot in Sachen Sport hier. Haben Sie auch schon ein paar Runden zurückgelegt? Ja, immerhin zwei. Zwei. Gegangen, gerannt oder geflogen? Der erste gegangen, der zweite versucht zu rennen. Versuch? Ja, ja, ich auch immer Stückel gerannt. Wie gefällt Ihnen bis jetzt die Veranstaltung hier? Es ist ja wirklich sehr, sehr viel los für ja, den guten Zweck. Als Schirmherr brauche ich Gott sei Dank nicht den Schirm, was ein großes Glück war, weil es eine Stunde vor Beginn noch geregnet hat. Und also, es ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele Leute daran teilnehmen. Man sieht es auch quasi an den T-Shirts jedes Jahr. Also dieses Jahr sollen es 1000 T-Shirts gewesen sein. Und da hoffen wir, dass die alle werden. Insofern sind es mindestens 1000 Läufer dann. Also. Und wenn die Summe dann mal X ist, dann sind wir alle zufrieden. Ja. Das war er also, der 5. Benefizlauf in Oberwiesenthal für den Elternverein Krebskranke Kinder e.V. Chemnitz. Circa 805 Läufer haben mit ihren Sponsoren im Rücken rund 3.350 Runden gedreht. Auch zahlreiche Firmen und Vereine aus unserem Sendegebiet waren vor Ort vertreten und liefen für einen guten Zweck. Dabei galt es, 64 Höhenmeter auf einer 1,259 Kilometer langen Strecke pro Runde zu überwinden. Aber die Anstrengung war und ist es wert. Aktuell gibt es noch keine Hochrechnung über die erlaufenden Spendengelder, aber man hofft und glaubt, dass es dank der großen Beteiligung auch in diesem Jahr wieder möglich war, die 20.000-Euro-Marke zu knacken, so Annegret Glauche, Leiterin des Elternvereins Krebskranke Kinder e.V. Chemnitz.
Ja, und um Kinder geht es auch im Folgenden, liebe Zuschauer. Das Kinder- und Straßenfest in Marienberg wirft seine Schatten voraus. Und der Ablauf mit einem knallbunten Programm für Kleine und Große steht soweit. Doch da stehen auch noch einige Hürden, die von den Organisatoren zu nehmen sind. Frank Langer hat sich mit Carmen Gerge darüber unterhalten. Carmen Gerge, das Kinder- und Straßenfest, das 15. steht in den Startlöchern und es läuft alles ganz gut. Wie viele Beteiligte gibt es dieses Jahr? Also es gibt 32 Beteiligte, ist eine schöne Anzahl. Straßen sind gut gefüllt, sind auch verschiedenste Programme mit dabei, sodass wirklich für jeden sicherlich was dabei ist, wo er Freude findet und es mal ausprobieren kann. Es ist das Kinder- und Straßenfest also in erster Linie für die Ersteren gedacht, oder? Natürlich. Der Fokus liegt ganz klar auf den Kindern. Dementsprechend sind auch die Programme genauso ausgewählt. Es gibt eine Bastelstraße, es gibt ein Torwandschießen, es wird einen Aussichtskran geben von der Volksbank. Generell verschiedenste Sachen über Basteln, Nähen, kulinarisch. Selbst für die Kinder sind Hamburger mit dabei und solche Sachen. Also wirklich komplett auf die Kinder fokussiert. Hüpfbrücken natürlich auch, die dürfen gerade da nicht fehlen. Also der Fokus liegt ganz klar auf den Kindern. Nun gibt es aber auch für die Kinder eine Tombola, das eine oder andere zu gewinnen. Und da könntest du noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, oder? Das ist richtig. Die Tombola wird wie jedes Jahr von den Gebrüdern Gensch, von der Schlüsseltechnik, wird das vorbereitet, organisiert und auch die ganzen Preise koordiniert. Und da ist es noch ein kleines bisschen so ein Problem, da fehlt noch was. Also ein paar Kleinigkeiten, wer was drüber hat. Die Tombola geht ja wirklich den ganzen Tag, also 6 Stunden lang. Und da möchte man halt auch bis zum Abend schöne Preise haben. Und so eine leuchtenden Kinderaugen, die sind halt Gold wert. Was kann man da abgeben oder was kann man da beisteuern? Habt ihr euch so eine Vorstellung, was es sein kann? Es können Kleinigkeiten sein über Schlüsselanhänger, Malbücher, Stifte, bis hin zu Rucksäcken, Fußbälle. Alles, was jetzt vielleicht, wo man sagt, okay, ich brauche es jetzt nicht unbedingt im Laden, ich hab's drüber, ich gebe es mit raus. Die Kinder freuen sich sicherlich. Also es muss gar nicht so was Hochwertiges sein. Kleinigkeiten machen auch viel her. Was habt ihr euch vorgenommen oder was wünscht ihr euch für das Wochenende, für den Samstag? Natürlich gutes Wetter. Schlechte Variante gibt es nicht, weil wir haben kein schlechtes Wetter, haben wir uns ganz klar auf die Fahnen geschrieben. Ansonsten viele Besucher, auch dass es mit dem Vereinsfest von der EVM gut zusammenspielt und dass es halt einfach ein schöner Tag für Jung und Alt wird. Heute, liebe Zuschauer, ist auch wieder einer der außergewöhnlichen Thementage und es scheint so, als ob nichts, aber auch überhaupt nichts davon verschont bleibt. Lina Koch mit einem Ausflug in die Welt der Sprachen. Сегодня между народный день русского языка. Heute ist der internationale Tag der russischen Sprache. Der internationale Tag der russischen Sprache ist einer der 6 Ehrentage der offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen. Weitere Amtssprachen der Völkerrechtsorganisation sind neben Russisch auch Spanisch, Chinesisch, Arabisch, Französisch und Englisch. Die Sprachtage der UN wurden initiiert, um die Wichtigkeit kultureller Vielfalt innerhalb der Organisation zu betonen. Alle 6 Amtssprachen werden gleichwertig behandelt und eine Mehrsprachigkeit wird angestrebt. Das Datum fiel auf den 6. Juni, da dies der Geburtstag von Alexander Puschkin ist. Alexander Puschkin gilt als Gründer der modernen russischen Literatursprache. Er war ein russischer Dichter und Autor der Romantik und wird als Urvater der russischen Literatur angesehen. Der Stellenwert des Dichters ist in der russischen Literatur wie etwa Goethe für die deutsche Literatur. Im Mittelpunkt des Tages steht die russische Sprache selbst, aber auch die russische Kultur und deren Beitrag zur Weltkultur. Rund 280 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Russisch. Sie ist eine wichtige Publikationssprache und hat weltbekannte Schriftsteller hervorgebracht. Russischkenntnisse sind außerdem eine Voraussetzung, um Astronaut auf der ISS zu werden. Grünhainichen, gegen Baum geprallt, Zeugen gesucht. Eine Polizeistreife fand am Samstagnacht, 4. Juni, gegen 23.15 Uhr einen verunfallten Pkw auf der S233 zwischen Waldkirchen und Hennersdorf. Ein Pkw Honda Accord war offenbar von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern noch an. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden in der Polizeidirektion Chemnitz unter Telefon 0371 387 49 58 08 entgegengenommen. Und damit schauen wir mal, wo morgen teure Fotos gemacht werden. Musik.
Und die Geschwindigkeiten werden morgen am Dienstag in Pockau-Marienberger Straße und in Venusberg-Talstraße kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen, also genau dort, wo der graue Caddy gesichtet wird. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Und damit schauen wir jetzt mal aufs Wetter, wie das die Woche nun so wird. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel leicht bewölkt bis wolkig. Ja, und wenn sich die letzten Gewitter aufgelöst haben, dann erhalten wir auch wieder mal einen Blick auf die Sterne. Den Mond suchen Sie leider vergeblich. Es ist Neumond, liebe Zuschauer, und Ihnen wird auffallen, dass auch das Wetter wieder umgestellt wird. Mit Niederschlägen ist in den Nachtstunden nicht zu rechnen. Die Temperaturen in Olbernhau zwischen 10 und 15 Grad, in Marienberg zwischen 11 und 13 und in Tschoba werden zwischen 11 und 15 Grad erwartet. Ja, der Wind weht gering mit um die 5 Stundenkilometer aus Südosten. Morgen am Dienstag gibt der Sommer mit bis zu 12 Sonnenstunden ein Gastspiel im Sendegebiet. Tja, der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt und es gibt Sonne satt. Tja, und wo keine Wolken sind, dort müssen wir auch nicht mit Regen rechnen. Das Niederschlagsrisiko beträgt lediglich nur noch 20%. Die Temperaturen befinden sich im Aufwärtstrend und zwar in Blumenau mit zwischen 9 und 22 Grad. In Hüttengrund werden 10 bis 21 und in Gurnau werden 10 bis 22 Grad erwartet. Der Wind weht leicht aus Nordosten mit 9 und in Spitzen bis um die 25 Stundenkilometer. Der weitere Ausblick. Am Mittwoch setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort. Der Himmel ist leicht bewölkt und bietet den Thermometern die Chance, zwischen 11 und 24 Grad anzuzeigen. Das sind auch dann die Höchstwerte für diese Woche, liebe Zuschauer. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Der Wind weht aus Westen. Der Donnerstag hält für uns alle einen leicht bewölkten Himmel bereit und auch mit Regenschauern ist im Tagesverlauf dann wieder zu rechnen. Die Temperaturen befinden sich im Rückwärtsgang und erreichen nur noch zwischen 10 und 16 Grad bei einem Wind aus Nordwesten. Mehr Infos zum Wetter für die kommende Woche gibt es dann morgen hier bei uns. Liebe Zuschauer, das war Megional am Montag und damit ist der schwerste Tag auch vorbei. Zum Glück. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder begrüßen kann. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und sage Tschüss, bis morgen.